erleben derzeit den Übergang von der Industriegesellschaft zur Digitalgesellschaft. Dies ist für alle unsere Lebensbereiche mit erheblichen Veränderungen verbunden. Um die damit einhergehenden, durchaus raschen und dramatischen Umbrüche und Verwerfungen besser verstehen und bewerten zu können, werfen wir kurz einen Blick in die Vergangenheit, die aktuelle Gegenwart und schauen, was demnächst direkt auf uns zukommt. Wir befinden uns derzeit am Übergang vom Industriezeitalter zum Digitalzeitalter. Momentan befinden wir uns im Stadium der Frühdigitalisierung. Durchaus vergleichbar mit der Zeit der Frühindustrialisierung, als gerade mal die Dampfmaschine und das Automobil erfunden wurden. Die beginnende Industrialisierung brachte für die Menschen damals erhebliche Veränderungen ihrer Lebensweise. Es fanden erhebliche Umbrüche und Verwerfungen statt, die die Arbeitswelt und die Lebenswelt plötzlich dramatisch umgestalteten. Es war der Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Ganze Berufsgruppen verschwanden, weil sie durch die neuen Maschinen ersetzt wurden. Andererseits entstanden völlig neue, bisher unbekannte Berufe und gewaltige, neue Industrien. In der Folge wuchs der Wohlstand der Bevölkerung bis hin zu unserem heutigen, sehr hohen Lebensstandard. Was damals geschah, zwischen dem Jahr 1870 und dem Jahr 1914 erfolgte die Industrialisierung. Menschliche Arbeitskraft wurde durch die Arbeitskraft von Maschinen ersetzt. Landarbeiter verloren ihren Lohn. Wofür zuvor viele Hände gebraucht wurden, das erledigt jetzt eine Maschine. Das Automobil verdrängte die Pferdekutsche. Kutscher, Hersteller von Pferdekutschen und Pferdepeitschenhersteller verloren ihre Existenzgrundlage. Nicht jeder war also vom Siegeszug des Automobils begeistert und viele traten vehement und lautstark für den Erhalt der Kutschen ein. Heute wissen wir jedoch, wie die Geschichte ausging. Diese Phase des Umbruchs war durchaus eine schwierige Zeit für die Menschen damals. Zunächst gab es nur wenige Gewinner, aber viele Verlierer. Obwohl es also anfangs erhebliche gesellschaftliche Verwerfungen gab, entstanden bald neue, bisher unbekannte, gewaltige Industrien, denen wir heute unseren Wohlstand und unseren hohen Lebensstandard verdanken. Insofern ist also die damalige Industrialisierung in etwa vergleichbar mit der Digitalisierung, die jetzt auf uns zukommt. Und damals wie heute gibt es kritische Gegner und begeisterte Befürworter bezüglich technischen Fortschritts. Schließlich bedeuten neue Technologien nicht nur Veränderungen, sondern oft auch Risiken. Und speziell beim Eintritt in ein neues Zeitalter finden erhebliche gesellschaftliche Umbrüche und Verwerfungen statt. Unser Alltagsleben, unsere Arbeitswelt, die Art, wie wir einkaufen, werden drastisch verändert. Es wird recht bald etliche Gewinner der neuen Entwicklungen geben. Aber auch viele Verlierer. Diejenigen, die sich nicht umstellen können oder wollen, sind eventuell sogar in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Trotzdem, jene digitalen Trends, die sich bereits jetzt deutlich abzeichnen, werden nicht mehr zu stoppen sein. Ähnlich wie damals die Landarbeiter und Pferdekutscher werden auch heutzutage bestimmte Berufe am schnellsten von der Digitalisierung betroffen sein. Zum Beispiel werden Self-Scanning-Systeme recht bald die Kassendamen ersetzen. Hierauf gehen wir später noch ausführlich ein. Auch für Lagerarbeiter und Gabelstaplerfahrer sieht die berufliche Zukunft nicht rosig aus. Die Roboter in Logistikzentren werden immer gelenkiger und immer mobiler. Dem absolut vollautomatischen Lager scheint nicht mehr viel im Wege zu stehen. Die Verteilzentren von Amazon machen diesbezüglich bereits erhebliche Fortschritte. Buchhaltungskräfte werden demnächst wohl auch nicht mehr so stark am Arbeitsmarkt gefragt sein. Blockchain-Technologie wird die Menschen bei der Buchführung ersetzen. Digitale Vorgänge werden künftig sekundenschnell Buchungen vornehmen. Sofort, wenn der Kunde bezahlt, erfolgt automatisch und zeitgleich eine digitale Verbuchung bis ins kleinste Unterkonto. Gegen effiziente Blockchains hat auch hier der Mensch keine Chance. Die digitalen Techniken greifen immer stärker und immer öfter in unser Leben ein. Welche Techniken künstlicher Intelligenz sind dies? Und warum breiten sie sich derart schnell aus? Schauen wir uns das mal ganz genau an. Let's go!
Ein seltener Zusammenfluss bahnbrechender Technologien löste einen Innovationsschub aus. 5G, künstliche Intelligenz, das sogenannte Internet der Dinge, Augmented Reality und Virtuelle Realität, Voice Search, Low-Code und Blockchain schreiten weiterhin mit unglaublicher Geschwindigkeit voran. Sie kommen alle immer schneller, immer billiger und sprinten von der Neuheit zum Status Quo. Diese neuen Technologien werden nicht nur mächtig sein, sie werden auch gegenseitig zusammenarbeiten. Und das hier ist die wichtigste Info. Die Technologien im künftigen Digitalsystem werden sich gegenseitig nähren, um die Innovation zu beschleunigen.